An der Schülerbrücke Süd macht School das Orientierungsläufprojekt seit Jahren Halt. Es ist immer ein Jahr die Brieger dran, ein Jahr die Gleiser, bis jetzt sind wir 7 und 8 H. Dieses Jahr sind das erste Mal die 3 und 4 H-Kids auch dabei. Ja, das passt in sehr viele verschiedene Orte drin. Es passt in den Bereich NMG, also Natur, Mensch, Gesellschaft drin. Es passt aber natürlich auch in den Bereich Sport drin. Es passt auch in den mathematischen Räumen drin, mit dem Zählen von verschiedenen Symbolen oder auch von Zahlen, Koordinaten, Punkten, was auch immer man wollte verwenden. Ja, von diesem Orientierungslauf können sie sehr viel profitieren. Vom sportlichen Aspekt her natürlich, dass sie viel rennen können, sich bewegen. Auch vom sozialen her, miteinander Wetteifern, Wettkämpfe und versuchen, es so gut wie möglich zu machen, besser als der andere zu sein, aber euch natürlich einander zu helfen. Und nachher auch, wie kann ich mich orientieren, wo muss ich hingehen, was muss ich überhaupt machen. Einerseits ist es so, 2003 war es Rapperswil die Weltmeisterschaft. Und im Vorfeld haben wir einfach gefunden, wir wollen jetzt etwas noch für die Schule machen, für das Kartenlesen, weil das ja im Lehrplan auch verankert ist. Und dann haben wir dort Lehrmittel gemacht und so ein Projekt. Das eine ist eine School-Etappe. Das ist vor allem, wo sich richtet an Zyklus 2, 3. bis 6. Klasse, wo wir auf dem Schulareal Schmetterlingsläufe, also Trainingsläufe und Wettkampfläufe machen. Die Schüler sind sehr begeistert, machen tipptopp mit. Es ist aber auch so, dass das von diesem Projektteam sehr gut organisiert ist. Die sind top vorbereitet. Es macht recht Spass, den Kindern nachher zu schauen.